Hi, guck mal, ich habe hier einen riesen Regenwurm aufgegabelt. Ich habe hier mit meinem Rechen gearbeitet, habe hier so die nötige bisschen Ordnung im Garten und schaut mal, was ich für einen Wahnsinns-Regenwurm habe. Und das Lustige ist, der hat verschiedene Farben. Seht ihr das hier? Vorne ist er gelb am Kopf. Dann hat er hier hinten so einen Ring. So einen bräunlichen Ring, da zieht er sich zusammen. Ich habe noch nie so genau einen Regenwurm angeguckt und der ist also länger als mein Finger, weil der hat sich jetzt zusammengezogen. Da hinten ist er jetzt schon, da ist das Spitzchen, wollte schon Richtung Boden und da vorne ist scheinbar der Kopf. Oder das Ende. Vorne, da vorne ist der Kopf. Hier ist der Kopf. Hier. Hier ist der Kopf, hier will er rein. Jetzt gucken wir mal einfach, was er macht. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, weil scheinbar nimmt er mich wahr. Weil er hat sich nämlich dann gleich zusammengezogen und wie totgestellt. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Stell mal auf scharf und. Ja, meine Kamera ist einfach schlecht. Für YouTube ist die nichts. Ich muss doch wieder ein bisschen näher. Schauen wir mal, was passiert. Ansonsten gönne ich euch mal einen kleinen Blick in meinen Garten. Ich bin am Arbeiten. Man hört die Vögel. Was macht der Regenwurm? Er pausiert. Ich glaube, ich werde es langsam zu langweilig, oder? Mit dem Video. Dann stoppe ich das jetzt und die Fortsetzung folgt dann demnächst.